Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Heute haben wir einen Vergeltungsschlag in Westamerika mit dem Namen Magischer Mund. Setze Kurs auf Sektor 9, die westliche USA. Dank Advanced Warfare Center sind die Verletzten auch schon wieder alle zurück. Und wir bringen das A-Team. Mir schwand nämlich bei der ganzen Mission absolut Übles. Und wir bringen auch Wyman. Hier können wir eigentlich immer ganz guten Scharfschützen gebrauchen auf so einer Retaliation-Zeit. So, jetzt möchte ich euch noch ganz gern was zeigen. Ich habe einen neuen Mod. Der heißt, glaube ich, Accurate Soldier XP. Hier oben. Da sieht man erstmal, wie viele Kills ein Soldat braucht, um auf die nächste Stufe aufzusteigen. Das sind jetzt bei Elarias 70 Kills. Jetzt werdet ihr euch ja wundern, die hat doch noch nie 62 Aliens getötet. Das ist korrekt, weil diese Zahl links, die Kills, setzen sich aus zwei Werten zusammen. Den tatsächlichen Kills, die sie macht, da kriegt sie auch wirklich einen Punkt dafür. Und den sogenannten Kill Assists. Das heißt, auf einer Mission, wo sie dabei ist, wo ein Alien getötet wird, aber nicht durch sie, bekommt sie auch immer einen Anteil. Das ist immer abhängig davon, welche Klasse man spielt. Und der Spezialist zum Beispiel kriegt ein Drittel. Das heißt, für alle drei Aliens in der Mission, die von jemand anders getötet werden, bekommt sie auch einen Kill. Das heißt, dass Elaria in spätestens der nächsten Mission, also in der vielleicht noch nicht, aber in spätestens der nächsten Mission zum Captain aufsteigt und wir endlich unseren sechsten Slot freischalten können. Und das heißt auch für Elaria, dass sie in dieser Mission definitiv sie nicht verletzen darf. So, wir haben auch einen zweiten Slot für Gegenstände. Okay, müssen wir schon freischalten. Gegenstände jetzt durch die neue Rüstung. Und wir können jetzt immer eine Granate und einen anderen Gegenstand mitbringen oder zwei andere Gegenstände. Also Granate kann man immer nur maximal eine mitbringen. Und sonst haben wir auch nichts und ich möchte auch von den anderen Sachen nicht wirklich was bauen. Okay, die Blendgranate, das ist okay. Ah ja, eine Sache wollte ich noch machen. Wir können jetzt auch mal endlich wieder, das habe ich eine Zeit lang total verschwitzt, können wir endlich mal wieder Waffenverbesserungen drauflegen. Okay, bei ihm noch nicht. Das ist korrekt. Aber wir können mal bei Elaria zum Beispiel. Genau, die hat schon einen zweiten freigeschalten. Die hat den Mehrlader und ich glaube, wir haben auch noch ein Zielfernrohr und wir haben hier die Magazingröße und ich gebe ihr mal die Magazingröße, das heißt, sie hat jetzt 6 Schuss und muss nicht mehr so schnell nachladen. Und Zielgenauigkeit, die kann eigentlich Ed ganz gut brauchen. Dann gibt er mal diese 5% zusätzlichen Aim und er kriegt auch den Schaft. Immer wenn er verschießt, macht er trotzdem Schaden. Ist das da oben? Ah, okay. Ne, der kriegt den Schaft. Okay, das reicht aber jetzt. Und dann gehen wir so in den Kampf. Sky Ranger eingesetzt. Sind in Position für den Einsatz. Aufklärung hat starken Funkverkehr von Alien-Truppen aufgezeichnet, die einen Außenposten des Widerstands in dieser Region angreifen wollen. Wir sind die einzigen, die sie aufhalten können. Wir rücken aus, um das Gebiet zu sichern. Schalten Sie alle feindlichen Ziele gnadenlos aus. Machen wir. Firebrand bringt uns ins Widerstandsversteck befreite Spitze in Westamerika. Operation hat wieder einen ganzen tollen Namen, Magischer Mund. Und wie immer, alle Streitkräfte neutralisieren und mindestens 6 Zivilisten retten. Mir schwant übrigens für diese Mission Übles. Ich glaube, ich weiß, auf welchen neuen Alien-Typ wir hier treffen werden. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon bereit sind. Menace 1-5, Feinde greifen den Außenposten an.
Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Okay, wir sind einigermaßen links hinten in der Ecke. Und dann lassen wir unsere Scouts nach vorne gehen. Mal schauen, ob du es entdecken kannst. Tatsächlich. Jo, und da ist er auch schon. Vorsicht vor diesen Berserkern. Aus der Ferne sind sie nicht sehr stark, aber im Nahkampf tödlich. Genau das ist das, was ich eigentlich ja, vermutet habe, auf was wir hier stoßen werden. Nämlich Berserker. Okay. Und vielleicht wollen wir die sofort loswerden. Rob. Ah, wie viel hat der Rob auf dem Berserker? 97%. Plus 50% Crit. Jo. Da gehen wir, da legen wir sofort los. Ah, oh, schade, gecrittet nicht. Aber er hat nur noch. Nur noch 20 Leben. Okay, 100% Chance und 55% Crit. Mit dem Teufel zugehen, wenn wir den nicht erwischen. Ah, wieder nicht gecritet. Okay, es geht mit dem Teufel zu. Brauchen wir jetzt wirklich die volle Feuerkraft, um den Berserker zu zerlegen? Wyman? Oh, Wyman hat auch noch blitzschnelle Hände. Das ist gut. Das könnte Wyman den vielleicht alleine schaffen. Wenn er trifft natürlich nur. Okay, der hat er getroffen. Und dann... Puh, wenn er nicht die 4 holt... Wenn er nicht die 4 ausgräbt, die holt er nicht raus, Berserker down, nice. Und auch noch Flank Shot durch Ed auf den hier vorne. Sehr gut. 40% Crit Chance, 92 Hit. Ed, go, go, go. Und auch eliminiert, Respekt. So, wir haben also nur einen. Und was macht er? Erstmal noch nichts, erstmal zeigt er uns eine andere Gruppe. Oh, oh, Captain ist auch aufgegradet worden, hat jetzt 13 Leben. Okay, viel schwarzer Bildschirm. Jetzt kommt er noch. Eine Granate, okay. Da trifft er natürlich 3 Leute, aber wenn er es nicht stark trifft. Also Schaden ist ja... Ja, jetzt geht ein Toasty her. Das haben wir jetzt nur in allen Sprachen. Dass es Toasty wird. Hopp. No problem, Boss. Den wir mal gleich zeigen hier, wo die Hake ist. Wo die Hake hängt. Jawohl. Not too shabby. Find ja? Not too shabby. Running. Affirmative, moving out. Heading out. Gut, also die erste Gruppe haben wir einigermaßen gut überstanden. Die bisschen Schaden, da lache ich ja schon fast drüber. Der Captain
Ist aber Crit happy heute. Zweite Crit hintereinander. Wir verbergen mal Sam. Und nehmen ihn zum Scouten her. Hier kann er mal gleich den ersten Zivilisten retten. Da ist auch nichts, okay. Ed. Gehen wir hinter den Baum. Ilaria rettet mal den Zivilisten. Okay. Und Sam, wenn wir jetzt da hingehen, sind wir einen Schritt weiter. Machen wir womöglich was auf. Sind wir in der Position, dass wir das akzeptieren können? da sind keine Zivilisten mehr, die wir eventuell retten können. Schauen wir mal. Auch grundsätzlich, aha, da sind noch welche drin. Da hier vorne. Ah, da ist schon noch einiges, gell? Ja, den einen Schritt machen wir schon. Den trauen wir uns zu. Okay, keine Musik. Feuerschutz alle. Oh, da kommt eine Gruppe. Sehr schön ins Overwatch reinlaufen. Add gleich mal für 6. Das ist der Captain auch. Ah ja, der hat schon 2 umgebracht. Der hat's absolut verdient. Was haben wir noch dabei? Stunlancer und einen Trooper. Daneben. Wyman. Treffer zumindest. Oh, ich dachte schon, eine zweite Gruppe kommt. Aber da hinten ist ein Sektor halt noch am Aufräumen. Paula White. So, die hier drüben stehen. Ja, ja, mach den hier nicht fertig. Wo ist denn Ed? Ed, ich habe das Gefühl, die Jungs, die stehen hier aber sowas von perfekt für eine Granate. Kriegen wir alle 3. So muss es sein. Alles Cover wegnehmen. Jawohl. Das ist meine Granate. Wir werden wahrscheinlich den ganzen Unterstand hier erstmal abbauen. Okay. So. Die stehen jetzt alle. Die stehen alle frei, oder wie? Die haben überhaupt keine. Wo ist denn Ilaria? Ilaria wollen wir doch, möchte ich doch immer so gern Kills füttern. Wen kannst du denn erwischen? Hm? Schätzchen. Alle. Und vor allem haben wir für dich hier den da vorne mit Gefechtsprotokoll. Da hat sich ja das auf jeden Fall schon mal gelohnt. Down. Dann Wyman. Du hängst da auch in der Entwicklung sehr weit hinterher. Du siehst nichts. Okay, das ist so weit zu dem, du hängst in der Entwicklung hinterher. Okay, gehen wir hier hin. Siehst du da vielleicht was? Ah, nicht. Aber du könntest deine Granate einfach mal einsetzen, weil die wird sonst sowieso nie in Einsatz sehen. Aber bringt uns jetzt gerade nichts. Vielleicht später. So, wen haben wir noch? Sam? Sam will ja eigentlich gar nicht, wenn es irgendwie geht. Lieber Rob. Ja, du kannst es handeln. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass du das kannst. 86%, 90%. Gehen wir erstmal auf die 90. Nur mal sicher. Oh, kritisch. Overkill. Haben wir noch? Oh, wir haben nur noch Wyman und Sam. Das heißt, jetzt müssen wir wahrscheinlich Sam sogar auf den Captain losgehen lassen. Er sieht den Captain von da nicht? Okay. genau, oder? Kann überhaupt nicht wahr sein. Okay. Dann schmeißen wir die Granate und hoffen, dass wir 4 kriegen. Kann man doch nur irgendwie das, was verhindert, dass man den jetzt sieht, zerstören.
Schade. Ja, geht Sam in Overwatch. Ich möchte wetten, der bewegt sich. Oder wir schmeißen eine Granate. Ja, dann schmeißen wir den seine Granate und dann ist der weg. Sind wir auf der sicheren Seite und wir, die Granaten brauchen wir meistens eh nicht. Die nicht am Grenadier sind. Okay, zweite Gruppe abgebaut. Puh, 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 puh. Nicht so schlecht. Was haben wir da noch? Ah, da ist der Sektor wieder. Oh, jetzt müssen wir mal schauen, wie viele Zivilisten da noch sind. Ich habe schon Befürchtung, dass wir gar nicht mehr genug zum Retten haben. Ah, doch, es ist noch genug. Okay, sie können noch drei töten. Alles klar. Ich glaube, wir müssen jetzt hier mal anfangen zum Reloaden, genau. Rob braucht unbedingt einen Reload. Wyman braucht einen Reload. Let's do this. Das ist okay. Auch Ed könnte sich einen Reload gebrauchen. Ready to go. Der Rest ist okay. Mit Elaria mal hinter den Felsen. Der kann den noch sich überhaupt bewegen, wollen wir gar nicht reloaded hier. Möchte ich aber ehrlich gesagt in der Runde jetzt nicht großartig bewegen. Lieber mal Feuerschutz gehen und vielleicht läuft uns nochmal eine Gruppe rein. Na, viel zu weit hinten. Wo ist denn die? Wo sind denn die unterwegs? Wo ist denn da der Sektor unterwegs? Der muss doch da hinten schon alles getötet haben. Jetzt hat er Jamila getötet. So, die Runde werden wir auf jeden Fall nutzen, mal wieder irgendwelche Zivilisten zu retten. Wo haben wir denn noch welche? Rechts haben wir noch zwei. Da haben wir einen, da haben wir zwei. Das wäre ja alles optimal. Ich möchte da wetten, dass irgendwo ein Faceless dabei ist. So, Rob, du rettest den Mann. Keine Gruppe aufgemacht. Was? Doch. Gut. Gut, gut, gut. Dann. Sam nähert sich auf jeden Fall schon mal den Zweien da an. Ed kommt auch näher. On the move. Elaria kommt näher. Ich exakt will ich Wyman hier nicht rüberziehen, wenn möglichst da ein Faceless, dann kriegt er auf die Mütze. I'm trusting you here. Dann gehen wir hier hin und machen mal Overwatch. Vielleicht kommt ja jetzt jemand. Also irgendwie glaube ich müssen die fast kommen, weil wo wären sonst noch Zivilisten? Oh oh, da kommt auch was. Da kommt irgendwas. Oh, noch ein Dicker. Eieiei. Okay, vorbeigeschossen. Vorbeigeschossen. Ihr dürft treffen, Leute. Drei Mistshots. Der findet da hinten immer noch irgendwie. Ah, jetzt hat er daneben geschossen. Sehr gut, es gibt uns eine Zusatzrunde. So, was ist mit dem Berserker? Ist der eingefroren? Also, was jetzt hier auf jeden Fall zum Einsatz kommt, weil es ja den Berserker immer sehr schön stoppt, das ist das hier. Wir werden hier auf jeden Fall die Blankgranate einsetzen. Weil meistens nimmt man den Berserker dadurch irgendwie eine Runde raus, weil er irgendwie komplett verwirrt ist, was er jetzt tun soll. So, was haben wir sonst noch für Optionen? Okay, wenn wir hier hingehen. Schade, kriegen wir keinen Blankshot auf den. Ed. Wo bist du? Wo bist du denn? Da ist er. Da ist noch eine Granate, die hat er noch. Ich glaube, die bringen wir auch noch ins Ziel. Weil da nehme ich nämlich sehr viel Cover weg, sprich alles.
Genau, und euch zwei möchte ich gern treffen. Guck mal, die sind irgendwie hin. No, no. Jetzt ist aber Norbert gehüpft. Da kriegen wir nicht hin, beide zu treffen. Also am besten den treffen und dem anderen sein Cover wegnehmen. Okay. Kein brillanter Plan. Wyman hätte blitzschnelle Hände, aber der ist so weit weg, dass er ihn nicht treffen wird. Was hat er auf normale Schüsse? 90% auf den Berserker. Und boah, das ist aber auch wieder schwach. Ja, sag mal. Was ist los mit dem? Heute. So, ich denke mal. Das ist eine klare Geschichte, was wir hier machen. 70% Chance auf einen Crit. Durchs Auto durch. Oh oh. Brennt das Auto? Ich hoffe, ich habe mir jetzt nicht das eigene Auto gerade explosivreif geschossen. Was haben wir denn noch? Wyman und Elaria. So, was Elaria noch hätte. Ich will sie ehrlich gesagt nicht näher bringen. Ich glaube, ich bringe sie eher weiter nach hinten. Wie weit kann sie denn die werfen grundsätzlich? Ein bisschen geht schon noch. Also wenn wir sie ein bisschen nach hinten bringen. Ja, oder doch, wir bringen sie da in Sicherheit, vorsichtshalber. Und dann geben wir ihr hier tatsächlich doch den Granatenwurf. Die Granate brauchen wir eh nicht. Zerstören wir das Cover und dann hat Wyman wahrscheinlich viel bessere Chance, den Stunlancer zu kriegen. Und den. Jawohl, Cover ist weg, passt. Blitzschnelle Hände auf den Advent-Soldaten oder 92% in einfach so wegzupacken, passt. Dann können wir uns die blitzschnellen Hände nämlich für den Berserker aufheben. Gut, so, Berserker. Jetzt hoffe ich, er ist so verwirrt, dass er tatsächlich niemand angreift in der Runde. Ach ja, der hat er vorher an dem vorbeigeschossen. Aber diesmal trifft der Neil. Aber der Berserker scheint einen Bug zu haben. Der ist nämlich die letzte Runde schon da stehen geblieben. Okay, jetzt steht er plötzlich neben Elaria. Hoffentlich haut er nicht mehr zu. Ja, das Spiel hängt. Komm, gib mir die Steuerung bitte zurück. Jo, ich hab sie wieder. Oder? Na, noch immer nicht ganz. Aber jetzt. Okay. 74% nur. Ich befürchte, da müssen wir jetzt mal so alles in die Waagschale schmeißen, was wir haben, um den zu zerlegen, bevor er uns zerlegt. 100%, wunderbar. 30% Crit, wop. Ja, 8 Schaden passt. Elaria also hinten schön weggeduckt. Sam, also wenn man hier hingeht, quasi kriegt man 100%, das reicht mal. Er hat 34% für den Crit. Er kriegt den Crit, sehr schön. 11. Wie viel hat er noch? 9. 9. Kann Wyman jetzt die blitzschnellen Hände gleich mal benutzen. Jetzt hat er noch 7. Und das Gewehr auch noch reinfeuern.
Down he goes. I definitely got that one. Großes Durchschnaufen hier von meiner Seite. Jetzt können wir eigentlich einmal Medikit schnell mal heilen bei ihr. Und dann in Overwatch gehen. Ed wäre ja auch noch freigestanden. Ich ziehe jetzt aber nicht zu dem Auto. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht hochgeht. Könnte der irgendjemand retten? Die zwei sind ja irgendwie weggelaufen, die wir da hatten. Wo sind denn die überhaupt hin? Ah, die sind nach oben. Aber grundsätzlich Ed nach oben zu bringen, finde ich jetzt auch gar keine so schlechte Idee. Aber es könnte, weil die, nämlich, jetzt haben wir schon drei Gruppen down, genau. Und die andere ist irgendwo da hinten und schießt noch. Das heißt, es sollte überhaupt kein Problem nicht geben, wenn wir den hier mal oben in Deckung bringen und gleichzeitig den da retten. Und es kann eigentlich kein Faceless sein, sonst hätte man den schon lange aufgemacht. Und wäre nicht weglaufen vorher. Gut, haben wir den gerettet, haben wir vier gerettet. Da unten ist noch einer zum Retten und rechts sind noch zwei. Es hat doch gereicht, um die aufzumachen. Das gibt's ja gar nicht. Okay, naja, müssen wir leben. Aber es sind nur noch zwei. Ich bin jetzt schon fast, kann's fast gar nicht glauben. Was macht er? Er versucht ihn da oben zu desillusionieren. Nein, zu desorientieren. Okay, war ein Scherz. Und der Stunlancer? Der kann natürlich jetzt in Ilaria reinlaufen. Der geht. Aber okay, also der hat einen richtig weiten Weg vor sich und kommt auch bis dahin und haut dann daneben. Ist klar, der war fertig. Überlegt euch mal, wie weit der laufen hat müssen. Der war. Am Ende war der. I can give it a try. Gut, Sam. Du wirst uns jetzt den da treffen müssen. Oh, Sam muss nachladen. Also nicht Sam. Ilaria wäre mir sowieso viel lieber. Wie viel Leben hat er noch? Zwei, oder? Hat er noch zwei Leben da oben? Zwei. Ah, Ilaria. Ah, dein Gefechtsprotokoll wird wieder benötigt. Gut. Hier hin. Nee, nee, den da. Ja, boy. So. Wyman. Gescheit weit. Dann Sam muss auf jeden Fall mal nachladen. Let's do this. Dann muss er sich irgendwie in Sicherheit bringen, hier hinter dem Full Cover. Rob. Oh nein! Der war ein Faceless, aber der ist doch vor den Aliens davon gelaufen. Naja gut, egal. Also nicht egal, aber kriegen wir den noch? Können wir den noch erwischen? Drei haben wir noch. Den Alien, den Sektor können wir sowieso allein lassen. Okay. Also, Rob. Wir brauchen dich mal wieder. 100% Chance. 10, jawohl. Das schaut gut aus. Wyman. 85%. Das kann klappen. Faceless down. It's dead. It has to be dead. It is dead, Wyman. Ja. Come get some. Der Sektor ist in der Zwischenzeit allein zu Hause. Wow. Er hat trotz Desorientierung dem 7 Schaden reingewirkt. Ihr denkt, das war's. Ja, wieder den Zombie erschaffen. Ja, er fühlt sich halt allein, der Sektor. Halt. Und ihr wisst ja, wen ich dem unbedingt hier
diesen Kill geben will. Ilaria. Jo, versuch dich mal an dem. Im Notfall räumt einer von den Rangern auf. 66% Wahrscheinlichkeit. Jawohl! Irgendwo da hinten muss noch ein Faceless sein. Da ist er. Ja, wo war jetzt das? Also ich glaube, es war irgendwo da rechts hinten. Wir versuchen zumindest unsere Leute auseinander zu positionieren, sodass sie nicht nebeneinander stehen. Das ist mal wichtig als andere. Ich denke mal, Byman steht irgendwie ungünstig da. Dann ziehen wir mal weg. Also ich glaube, er war da drüben. Kann man eins freistellen, weil es vollkommen egal ist. Overwatch-Runde. Und da muss er. Er muss ja herkommen. Da hinten war er, okay. Sam, gleich mal 8 Schaden reingejagt. 4 Leben hat er noch. Ed. Jawohl! Also, Ed ist am besten, wenn er desorientiert ist, offensichtlich. Target eliminated. Menace 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menace 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ah, und Ed steigt auch noch auf. Sehr schön. Und wir sind durch. Puh! Also, da waren jetzt 2 dicke Berserker dabei. Das war ziemlich hart. Trotzdem haben wir nur 3 Schaden gekriegt und die haben wir alle durch eine Granate von unserem Trupper gekriegt. Ich bin mehr als zufrieden mit der Mission. Und auch der Schaden, der war gering. Ich glaube, es waren 2 und 3. Das heißt, sollten alle nur, und mit besserer Rüstung, die sollten alle nur leicht verletzt sein. Also zur nächsten Mission sollte man sie wieder haben, wenn wir wieder das Spiel spielen, dass man Ingenieur in das Advanced War Center schnell reinstecken. Okay, tatsächlich, die beiden leicht verletzt und Ilaria, genau das, was nicht passieren darf, für 26 Tage verletzt. 2 Beförderungen, erstmal Ed. Ed kriegt auf jeden Fall Holo-Targeting. Kann er 15% mehr Trefferwahrscheinlichkeit auf den Gegner legen. Und Rob ist auch befördert worden. Oh, er kriegt eine verborgene Fähigkeit. Innerhalb deines Schussfelds bewegt oder angreift. Führe einen Reflexschuss gegen einen beliebigen Feind aus, der sich innerhalb deines... Okay, cool, Abschusszone. Und er kriegt Concealment, Verbergen. Was auch Sam auch schon hat. Nur 6 Tage. 9, das ist so harmlos. Aber Ilaria 26. Genau die sollte nicht so lange krank sein. Berserker-Autopsie. Hallo, Commander. Vorratsbelohnung erhöht sich um 28 aus Nordamerika. Sehr schön. Und Ilaria ist auch noch gleich erschüttert. So, jetzt müssen wir natürlich dasselbe Spielchen machen wie letztes Mal. Unbedingt. Wir entfernen Marjorie. Und Marjorie verdient sich als Krankenschwesterin. Und dann geht's auch schon ab zum Scannen. Was haben wir denn? Informationen. Okay. Ah ja, letztes Mal hatte ich hier aus Versehen irgendwas mit Escape weggedrückt. Wir haben mehr Energie beim Avenger natürlich bekommen.
Hieß ja auch genauso. okay, wir scannen hier an den Informationen und haben noch 22 Tage, bis wir die Black Side angreifen müssen. Okay, das ist natürlich jetzt eigentlich nicht schlecht, weil wir sowieso gerade in dieser Phase sind. Ich weiß nicht, ob das düstere Ereignis dann überhaupt irgendeine Auswirkung hat. Wahrscheinlich nicht. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Ich habe mich schon immer gefragt, wie die Aliens sich solch ein Wesen ausdenken. Gibt es da draußen eine andere Welt voller formwandelnder Kreaturen? Oder sind sie lediglich ein weiteres Produkt der Alien-Gentechnologie? Gut, Mimic Beacon steht uns zur Verfügung. Imitationsgerät, super wichtig. Werden wir auch danach gleich mal bauen gehen. So, was machen wir? Widerstandsfunk brauchen wir momentan noch nicht. Auch wenn es nur 3 Tage wären. Psionik können wir machen. Psylab werden wir aber noch nicht gleich bauen, aber bald bauen. Illyrium bringt uns zur nächsten Stufe der Waffen und Rüstungen. Werden wir auf jeden Fall erforschen, demnächst. Hier unten bei den Autopsien, da gibt es jetzt 2, die uns nach vorne bringen, nämlich die Mutton-Autopsie und die Advent-Mac-Analyse. Und die ist noch wichtiger, die Mutton-Autopsie. Die bringen uns, glaube ich, 2 gute Gegenstände. Und deswegen werden wir die jetzt auch erstmal machen. Central Officer Bradford persönlich bestätigte Aussagen, dass die massive Fronteinheit, die wir als Muton kennen, einst sogar noch größer war als das Exemplar, das heute vor mir liegt. Die Kreatur ist ungewöhnlich warm für eine Leiche. Und ich muss zugeben, dass mich dies ziemlich beunruhigt. Mich beunruhigt immer, was du da machst, Teigen. Ich bewundere den. So, weiter an den Infos. Und eine Vorratslieferung haben wir auch in 3 Tagen. Wir haben hier eine dringende Übertragung für Sie, Commander. Commander. Es ist bedauerlich, dass Ihre jüngsten Bemühungen nicht mehr waren als ein Fehlschlag. Also so schlimm war jetzt es auch wieder nicht. Okay, 220 Einnahmen und 2-mal neues Personal, aber ich glaube, das werden wir erstmal uns nicht holen. Schon wieder eine Wachsamkeit steht an, Alien Code und dieses verdeckte Ereignis. Und natürlich unsere Vorratslieferung. Jetzt machen wir aber erst nur das fertig und dann holen wir uns die Vorratslieferung. Strategische Ressource gefunden. Ja, weiß ich. Und da gehen wir auch als nächstes hin, keine Angst. Avenger berechnet neuen Kurs. Ah ja, so, jetzt haben wir den ersten Raum ausgeräumt. Das ist der rechts oben. Okay, jetzt schauen wir mal, wie weit sind wir denn hier eigentlich jetzt schon mit den Soldaten? Okay, Alaria noch für 8 Tage. Das Problem ist, die wird für die nächste wahrscheinlich noch nicht wieder zurück sein. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Ah, wo wollt ihr eigentlich hin? Da wollt ihr. Genau. Vermissen Sie das Leben in der Stadt nicht manchmal? Das Essen? Die warmen Betten? Wenn ich ehrlich bin, nein. Ich vermisse nur meine ganze Ausrüstung. Wir packen jetzt Kevin Lannister da rein. Advent muss Ihnen ein tolles Labor eingerichtet haben. Und jetzt warten wir noch den einen Tag, bis die Energiespule fertig ist. Keine Sorge, der Commander wird sicher etwas für Sie finden. Entscheiden wir, was wir da unten bauen. Gut, also in die Energiespule kommt auf jeden Fall ein Energierelais rein. Das ist klar. Das steigert unsere Leistung erheblich. Und dort packen wir auch gleich Olena rein, damit es schneller geht. 12 Tage. So, jetzt haben wir wahrscheinlich einige Ingenieure übrig, oder nur einen, ich glaube mehr, 2, genau, 2 oben. Das heißt, hier kommt mal später Psi rein, hier kommt mal später Workshop rein, wir könnten die beiden da rein, und zumindest einen werden wir auf jeden Fall schon mal reinstecken, um das auszugraben. Packen wir gleich den zweiten da rein, ja, ich glaube schon. So, was steht an? Als nächstes, in 4 Tagen kriegen wir den Schädelstecker. Ich glaube, das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Genau, weil nämlich ein Beutelzug ansteht.
Ja, die Retaliation war heute eigentlich ziemlich gut. Was ein bisschen schade war, ist, dass Elaria so lange verletzt ist und deswegen beim Beutezug nicht mitmachen kann und wir es nicht schaffen, in dem Beutezug jetzt endlich unseren sechsten Slot für die Missionen freizuschalten. Das heißt, wir müssen noch weitere zwei Missionen mit fünf Leuten spielen. Trotzdem war es eigentlich ein Erfolg. Sollte euch die Folge gefallen haben, dann bitte ich doch, dass ihr ein Like da lasst oder gar abonniert. Und wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin einfach meinem Motto folgen. Keep on rockin'!